das gegnerische Mittelfeld überspielen. Ich habe dir hier eine Übung vorbereitet, um im Spielaufbau gegen ein 5-3-2 erfolgreich durchs Zentrum zu spielen. Für die Übung habe ich hier einmal ein Feld markiert und wir haben hier einmal den Trainer, der die Übung immer einleitet. Dann habe ich hier zwei Halbraumverteidiger, ein Sechser, dann zwei Halbraumspieler und hier eben drei Mittelfeldspieler aus dem 5-3-2 und für die beiden Stürmer sind hier zwei Dummies aufgestellt. Zusätzlich habe ich hier noch ein Minitor. Dieses Minitor soll quasi den Zehner in unserer Ballbesitzstruktur, die wir in dem Beitrag vorstellen, darstellen. Also, wie bereits erwähnt, der Trainer leitet die Übung mit einem Pass auf den Sechser oder einen der beiden Halbraumverteidiger ein. Gehen wir beispielsweise mal davon aus, dieser Spieler hält hier eher die Linie und die Übung wird auf den Sechser eingeleitet. Und damit geht es dann los. Es wird im 3 gegen 3 gespielt. Das ballbesitzende Team hat das Ziel, entweder über diese Linie zu dribbeln oder einen Treffer auf dem Minitor zu erzielen. Ober das verteidigende Team den Ball, hat dieses Team das Ziel, über diese obere Linie zu dribbeln. Schiebt der zentrale Mittelfeldspieler eher etwas nach vorne, um auf dieses Zuspiel auf die 6 zu spekulieren, kann es natürlich die sinnvollere Option sein, auf einen der beiden Halbraumverteidiger zu öffnen. Dieser dribbelt dann das Feld ein, es wird wieder 3 gegen 3 gespielt. Kommen die drei Spieler hier diese Lücke nicht geschlossen, kann natürlich zum einen direkt auf dieses Tor abgeschlossen werden oder es wird eben ganz normal weitergespielt, er hier stellt. Er löst sich beispielsweise aus dem Deckenschatten und wird diagonal angespielt. Also gibt dann mehrere Lösungswege, um eben hier durchs Zentrum zu kommen. Abschließend möchte ich noch ein paar Variationsmöglichkeiten für die Übung vorstellen. Eine Option kann sein, dass man von vornherein festlegt, okay, der Sechser orientiert sich immer erstmal an dem Sechser. Weitere Variation könnte sein, das Gegenteil, er bleibt auf jeden Fall auf der Linie. Eine weitere Variationsmöglichkeit wäre beispielsweise nach dem Zuspiel darf noch ein weiterer Spieler nachrücken, beispielsweise hier der Sechser, sodass sich ein 4 gegen 3 ergibt. Diese Übung baut auf einem konkreten Lösungsansatz im Spielaufbau gegen den 5-3-2 auf. Diesen Lösungsansatz findet ihr in dem Beitrag auf einmaleinsport.de und den Beitrag findet ihr unter dem Link in der Beschreibung des Videos.